Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich habe so ein paar Sachen von Lavera zugeschickt bekommen, die ich in diesem Video teste und mal wieder eine ehrliche Meinung von mir. Ich nehme euch so ein bisschen mit und ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Und ja, ich habe auch noch eine Frage an Lavera zu bestimmten Produkten. Und ja, ihr kennt mich ja, ne? Wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Und wenn ich mich ärgere, dann ärgere ich mich. Dann ärgere ich mich nicht nur über mich selber, sondern dann ärgere ich mich auch einfach darüber, dass es nicht klappt. So, und ich bin wie immer ehrlich, das kennt ihr ja schon. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Ich habe die Produkte zugeschickt bekommen, weil ich mich dafür interessiert habe. Und das hat Lavera gemacht. Dafür Dankeschön, ganz lieb. Und jetzt zeige ich euch einfach mal so nach und nach, was ich alles ausprobiert habe und was geklappt hat, wovon ich total mega begeistert bin. Also es gibt auch Produkte, da bin ich so begeistert, da sage ich rennt, rennt. Und es gibt Produkte, da habe ich noch mal eine Frage an Lavera, weil das fand ich so ein bisschen komisch. Na gut, ich starte jetzt einfach mit dem Video, habe das schon abgefilmt. Das ist eigentlich das Ende, so sehe ich zum Schluss aus. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Ein aufregendes Video mit Ärgern und so. Tschüss. Ja, ich habe das jetzt im Schnelldurchlauf laufen lassen. Ich habe jetzt erstmal die Hyaluron Liquid Foundation in dem Farbton Warm Nude 03 aufgetragen. Sehr, sehr schönes, ja, eine sehr, sehr schöne Foundation. Wie gesagt, mit Hyaluron, mit Biomandelöl, ist sehr feuchtigkeitsspendend und mag ich sehr gerne und ist wirklich auch so, dass sie sehr natürlich aussieht und nicht abgepudert werden müsste. Und danach mache ich mir noch den Augenbrauenstift auf die Augenbrauen in einen Braunton und dann bin ich erstmal vorbereitet. So, jetzt teste ich zum ersten Mal den Concealer und ich hoffe, ich habe die richtige Farbe ausgesucht. Ich bin ganz gespannt. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der doof ist, ne? Also der muss ja gut sein. Der muss einfach gut sein. So, ich wollte eben noch mehr nehmen, aber jetzt erstmal vorsichtig abtupfen. Ja, habt ihr, glaube ich, gerade gesehen? Der ist nix, ne? Der ist wirklich borstig und schwerfällig, finde ich. Den mag ich nicht so gerne. Hätte jetzt ja so ganz gut gepasst zum Thema. Das ist der aus meinem Rossmann Haul. Eine neue LE von Rossmann und zwar For Your Beauty, diese Nature. Aber ist wirklich borstig, schwerfällig auf dem Auge. Also finde ich nicht so gut. Der Concealer ist sehr, sehr schön. Er gefällt mir richtig gut. Wow. Ich hatte ja schon mal einen anderen, der mir sehr gut gefallen hat. Und der hier ist auch schön. Wow. Ich glaube mittlerweile, dass man, wenn man gute Concealer haben möchte, bisschen zur Naturkosmetik greifen könnte, weil mal gucken, ob der sich absetzt. Also ich habe ihn jetzt gerade, also die Farbe ist Bombe, genau meins. Sieht richtig schön saftig aus auf dem Auge und das ist das, was ich mir gewünscht habe. Sehr schön. Sehr schön, Lavera. Keine Enttäuschung. Freut mich total. Ja, sehr schön. Guck mal, ne? Kann man viel und wenig auftragen, je nachdem. Richtig, richtig schöner Concealer. Ich liebe das, wenn ich Produkte habe, die ganz gut deckend sind, die ich aber trotzdem noch ein bisschen aufbauen kann, wenn ich möchte, je nachdem, was ich möchte. Ich würde auch hell nur hier machen. Also unterm Auge würde ich keinen so ganz weißen Concealer nehmen. Da würde ich eher so einen hautfarbenen nehmen, so wie. Aber das mache ich ja sowieso nicht. Dann würde ich lieber so Foundation nehmen. Aber ganz hellen Concealer nehme ich wirklich nur hier für hier innen und für außen und zum Auge hin. Unterm Auge, da bin ich ja so geschwollen. Es ist sowieso immer heller. Durch diese Schwellung sieht es heller aus. Und dann würde es ja noch geschwollener aussehen. Also das geht gar nicht. Ich tupfe das dann halt nur so ein bisschen ab. Und dann ist immer gut, wenn man es unter dem Auge, wenn ihr auch so Schwellungen habt, ne, kann man ja manchmal nicht ändern, dann einfach abpudern mit Transparentpuder. Aber wirklich Transparentpuder nehmen, nicht jetzt deckendes Puder, weil, also dann lieber gar nicht ab, dann das lieber so lassen. Aber wenn ihr jetzt dran, ich zeige euch mal eine Seite. Ich habe ja von Lavera auch so ein tolles loses Puder.
So, das ist wirklich toll. Das kann man sehr schön nehmen. Und dann nehme ich dann so einen fluffy Pinsel und da gehe ich jetzt vorsichtig ein bisschen mit rein. Und selbst wenn ihr, ich brauche ja eigentlich kein Puder für diese tolle Foundation, aber mit dem Konzentration bei der Arbeit. Jetzt also dieses tolle Puder einfach mal hier so ganz vorsichtig raufgetupft. Nicht nur, dass der Concealer denn länger hält, sondern es wird matter. Und das heißt, es sieht nicht mehr so geschwollen aus. Muss aber ein gutes Puder sein. Das könnt ihr ruhig nehmen. So. Da könnt ihr auch beim Transparentpuder könnt ihr eigentlich auch großzügig auftragen. Auch Zauberpuder könnt ihr großzügig auftragen, weil man es ja nicht sieht. Und das ist so schön transparent, dass es nicht so wie so eine, ja, wie so Schlangenhaut sich nachher entwickelt. Ne? Und jetzt könnt ihr mal gucken, was sieht besser aus. Matt zaubert weg. Und. Das ist ein Unterschied, ne? Ob man jetzt abpudert oder nicht abpudert. Ich finde schon. So, also abgepudert, nicht abgepudert. Gut, dann werde ich jetzt die andere Seite auch ein bisschen abpudern. Das gerade noch mal fotografiert, ohne Filter, damit man das auch noch mal ganz gut sehen kann. So, hier schadet das ja auch nicht. So, aber woanders möchte ich jetzt gar kein Puder. Nur ein bisschen auf die Nase, weil ich ja jetzt diese ganz tollen Balms hier habe von Lavera. Und da habe ich drei Töne, und zwar einmal den Brow Eyes 01, 01 oder Browish oder so. Dann habe ich Red Ish, ach immer Ish, ISH am Ende. 03. Ist wahrscheinlich das Rouge. Augen, Lippen, Wangen. Ah, wie praktisch. Ich habe schon was auf den Lippen. Jo, und dann habe ich hier noch den Goldisch. Das sind die zwei. Also 1, 2, 3. Gehe ich mal der Reihe nach. Gut, die sind noch zugeklebt. Ich fange jetzt mal an. Sehr schön. Also, das ist sowieso sehr, sehr umweltfreundlich. Besser geht es gar nicht. Stabil, aber trotzdem aus Pappe. Dann hier eine Abdeckung, sehr hygienisch, sehr schön hygienisch. Und das hier ist dann aus Kunststoff, sehr schön. Also man hat gespart, wo man sparen kann. Das finde ich sehr gut. Und das ist ein dunkler Ton. Oh, guck mal. Uiuiui. Das ist Augen, Lippen, Wangen. Aha, okay, schön. Ja, ich finde immer so ein Multibalm, da kann man ja immer alles Mögliche mitmachen. Gut, und da werde ich jetzt mal schön mit reingehen. Nicht zu viel. Ich gucke erstmal auf der Hand, wie stark das pigmentiert ist. Oh ja, das sieht gut aus. Mal gucken, wie ich euch das zeigen kann. Eine Seite so am besten. Also, ich weiß gerade gar nicht. Mal gucken. Mutig. So. Das würde schon reichen für ein natürliches Make-up. Ich würde nicht zu viel Farbe nehmen, lieber ein bisschen weniger und das ruhig auf dem Pinsel machen. Dann kann man das irgendwie besser verteilen. Nase ein bisschen, Kinn ein bisschen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt könnte man auch super die Augen damit machen. Könnte ich eigentlich auch machen. Aber das mache ich dann mit dem Finger. Dips. So. Mal gucken, wie lange das so hält. Ich vermute aber, dass das gut hält. Und wenn ihr das jetzt gekauft habt und bei euch hält das nicht so lange, dann könnt ihr das natürlich abpudern, ganz dünn dann mit einem transparenten Puder. Oh, guck mal, das sieht aber hübsch aus, ne? Gefällt mir. Und dann hält das sowieso länger. Also, das gefällt mir sehr gut. Hübsch ist das. Ich noch ein bisschen mehr. Ja, weil das so ein bisschen bräunlich ist. So bräunlich-rot. Also schöner, kräftiger Ton gefällt mir. Dann werde ich jetzt den zweiten Balm aufmachen. Auch hier wieder so eine schöne Abdeckung. Hygienisch. Hygienisch.
Und das ist jetzt der Goldish, also so ein bisschen. Wir gucken mal. Ich mache das ja auch gerade zum ersten Mal. Oh, auch schön kräftig. Ein bisschen orangiger. Sehr schön. Kann man sehr gut auch das Auge mitschminken. Ich gerade, wie ich das am besten mache. Ob ich das rauftupfe. Ich glaube, diesmal ist Tupfen ganz gut. Ich werde das einfach mal hier so ein bisschen auf die höchste Stelle und dann ganz vorsichtig. Ist natürlich auch immer super mit so einem Beauty-Schwamm, dass man das so ein bisschen verteilt. Aber manchmal ist Wärme des Fingers auch nicht verkehrt. Sieht gut aus, ne? Ist noch so ein bisschen mehr. Und damit kann man mit Sicherheit auch sehr gut noch darüber hinausgehen. Noch so ein bisschen das nochmal verstärken. Also wahrscheinlich kauft ihr euch nur ein Produkt oder alle zusammen. Also ich finde das hübsch. Ich kann mir damit ein schönes Auge schminken. Fällt mir hier außen auch noch ein bisschen. Guck mal, das mache ich denn, als wenn ich mich ganz normal schminke mit cremigen Lidschatten. Hier komme ich ja auf meine Kosten. Gott sei Dank. Ja, sehr schön, gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt den dritten, und das ist ja der Blush. Auch hier wieder natürlich das Käppchen drauf. Bisschen schwierig ab. Und jetzt ist das der dritte Ton. Ist ja ist sogar die Nummer 3. Dann werde ich jetzt mal darüber machen. Und das sieht so aus. Oh, sehr schön. Hätte ja hier natürlich jetzt noch schön Platz, ne? Komm her. Ich nehme den gleichen Pinsel, weil ich gerade das gut finde, wenn sich das so schön vermischt. Und werde das dann hier vorne rauf tupfen. Und schon habe ich schöne Frische. Ja. Wisst ihr, was ich schön finde? Dass das irgendwie so seidig aussieht auf der Wange. Das finde ich voll hübsch. Würde ich niemals abpudern, weil das so natürlich aussieht. Oh, ist das schön. Wenn dann wirklich nur mit Transparentpuder, damit genau dieses Schöne weggeht. Nicht weggeht. Und zwar gibt es dann ganz, ganz großen Unterschied. Entweder glänzt man wie Hulle, dann sieht das speckig aus. Das hier sieht nicht speckig aus. Großes Kompliment an Naturkosmetik Firma Lavera. Ich bin gerade richtig, richtig überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet, weil das hier ein seidiges Finish ist. Und das habe ich fast nur bei Nabla-Produkten. Oh, großartig. Ich bin fassungslos. Wie hübsch ist das bitte schön? Ich tupfe das hier rauf und ihr habt keine Porenvergrößerung. Keine Porenvergrößerung, sondern einfach nur so, hallo, ich bin gerade zu schnell gelaufen und bin ganz jung. Wow, ist das hübsch. Wow, das gefällt mir so gut. Boah, Lavera, damit habt ihr mich jetzt gerade echt toll. So, jetzt muss ich ja nachher los. Wie mache ich das denn? Ich zeige euch das trotzdem jetzt mal. Allein auf dem Auge, ich kriege das schon nachher irgendwie hin, dass ich das mische. Ich zeige euch jetzt mal diesen Blushton, der so schön aussieht, auf meinem Auge. Guck mal. Fertig. Hübsch. Boah, was für schöne Farben. Ich werde nicht bezahlt für dieses Video. Ich wollte es nur mal sagen. Lavera kennt mich und die schicken mir was zu, weil ich darum gebeten habe. Das haben die gemacht. Die sind ganz lieb. Und da steht auch was in der Videobeschreibung. Damit verdiene ich aber nichts. Das ist einfach nur, dass ich die Produkte kostenlos für ein Video zur Verfügung gestellt bekomme. Mehr nicht. Und begeistert bin. Und natürlich darf ich auch sagen, dass ich das doof finde. Das ist ja wohl ganz klar. Und das merkt ihr mir an. Also wenn ich so verhalten bin, wenn ich so, naja, dann habe ich es nicht ausgesprochen, aber ihr kennt das bei mir. Und wenn ich begeistert bin, wisst ihr auch, oder? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Jetzt muss ich mir nur irgendwie sehen, dass ich mir hier. Also ich kann mit den Beinen hier wunderbar mir ein Auge schminken, ne? Das geht voll gut und macht auch richtig Spaß. Es macht richtig Spaß gerade. Aber ich habe noch was für die Augen, deswegen höre ich jetzt lieber auf. Ja, und zwar habe ich hier noch aus einer LE4 so eine Schätze. Das findet ihr jetzt gerade bei Lavera. Und das sind so eine schönen, ja, Schleier. So eine schönen Schleier mit Glitzer. Ganz toll. Und die möchte ich natürlich jetzt auch auf meine Augen rauf machen. Und so, dass ihr das gut sehen könnt.
Wie ich aussehe, ist egal. Ich muss jetzt nur einmal hier so ein bisschen meine Wange machen. Also jetzt nehme ich mal, das kann ich gar nicht entscheiden. Jetzt nehme ich mal den und den. Jetzt gleiche ich das einfach nur mal schnell an. Könnt ihr mir ja schnell einmal zugucken. Und ich tupfe so ein bisschen. Und guck mal, da kann man jeden Tag sich anders schminken. Sieht ja auch schön aus. Nur der Ton alleine. Oh, schön, ne? Ich bin nicht mit gerechnet. Ich dachte, das ist so ein ganz normaler Balm. Aber der ist echt viel schöner wie andere. Hoffentlich bekommt ihr die noch. Ich glaube, Lavera, die müsst ihr noch mal neu machen, wenn die jetzt schon ausverkauft sind. Es könnte sein, dass die schnell vergriffen sind, weil die echt gut sind. Ich euch erstmal diese. Die sind ja auch schön. Gut, wie mache ich das jetzt? Ich fange mal mit dem dunkelsten an. Ich habe die schon auf der Hand getestet und ihr werdet lachen. Die haben sehr gut gehalten auf der Hand. Also, normalerweise bin ich nicht so ein großer Fan von sowas, aber ich werde es jetzt mal wagen. Ich werde mir das jetzt aber hier nicht so rauftupfen, sondern auch hier werde ich wieder meinen Finger benutzen. Und werde mir das jetzt einfach mal hier außen ganz vorsichtig rauftupfen. Bin immer nicht so ein riesengroßer Fan von so Liquid. Aber vielleicht kann mich ja mal Lavera überzeugen, sowas zu benutzen. Guck mal, wie die Haut immer da kleben bleibt. Eigentlich passt das ganz gut zusammen. Ja, die muss man dann immer so ein bisschen trocknen lassen. Jetzt mache ich das doch so. Es wird doch schöner, wenn man es direkt aufträgt. Aha. Das sieht schöner aus. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich lasse das mal schnell ein bisschen trocknen. Ich bin ja ganz dezent geschminkt und ganz natürlich. Und das sieht auch so schön aus auf dem Auge. Das ist zwar... was ist denn das? Das ist Glitzer. Deswegen sieht das so schön aus. Das macht nämlich gerade gar nicht alt. Sonst sieht das ja immer bei mir aus, so wie zusammengeknuddelte Alufolie. Aber das sieht jetzt hier gerade irgendwie nicht so aus. Ich nehme jetzt einfach den grünen nochmal dazu und werde das jetzt auch nicht auf dem Finger, sondern hier so schön drauf tupfen. Oh. Geht jetzt nicht darum, dass ich gut aussehe, sondern es geht darum, wie sehen die Farben aus und wie sind die so. So, jetzt nehme ich so diesen fliederfarbenen und mache den mal hier außen einfach so rauf. Und die hier, die sind zwar auch metallisch und auch mit Schimmer, aber mehr mit Glitzer als mit Schimmer. Und das ist das, was so unheimlich schön aussieht. So, nicht wundern, ich vertone das Video jetzt nach und zeige euch einfach, was ich gemacht habe. Ich habe also den grünen Stift genommen und habe mir damit dann mein Auge fertig geschminkt und auch den Mascara von Lavera genommen. Und dann habe ich mich wieder abgeschminkt, weil sich dieser Liquid oder der Eyeclass oder ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, also dieses Glitzerchen, das hat sich leider abgetragen. Was habe ich gemacht? Habe mich also abgeschminkt, habe dann die Lidschattenbase aufgetragen von Lavera und schminke jetzt mein Auge einfach mit braunem Lidschatten. Natürlich alles von Lavera. Und dann setze ich das Grün einfach darauf. Und das ist ein besseres Ergebnis. Ich vermute, dass ich noch ein bisschen Augencreme drauf hatte und dass es deswegen nicht so gut gehalten hat. Aber jetzt kann ich euch sagen, es ist jetzt auch schon 6 Stunden später. Jetzt hält es besser. Ich zeige euch gleich auch noch mal Fotos. Was hier ganz wichtig ist zu betonen, ist, es handelt sich hier um Naturkosmetik. Das heißt, das Ganze befindet sich in einem Glas, was ich ganz toll finde und sehr vorbildlich. Ihr habt hier keine Silikone drin, keine Mineralöle, kein Mikroplastik und so weiter. Es ist dermatologisch und augenärztlich getestet für alle Hauttypen geeignet und so weiter, auch für Kontaktlinsenträger. Made in Germany, und das möchte ich einfach sagen dazu. Und ich finde das Produkt toll, wenn man es richtig aufträgt. Dann bleibt es auch den ganzen Tag drauf. Das habe ich jetzt heute auch gemerkt. Vorsicht mit einer Augenpflege vorher. Und auf dem Lidschatten selber hält es bei mir jetzt am längsten. Und dann am besten noch von Lavera die Eyeshadow Base vorher.
Also, eine Frage hätte ich an Lavera. Ich habe ja jetzt das nochmal alles neu gemacht. Ich habe mich so ein bisschen geärgert. Einerseits habe ich vielleicht selber Schuld, weil ich auch eine Augenpflege vorher aufgetragen habe. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Ich weiß auch nicht, liegt es daran oder woran liegt es? Also, was habe ich falsch gemacht, Lavera? Warum halten diese Dinger nicht auf meinem Auge, obwohl der hat ja noch mit am besten gehalten? Ich finde sie wunderschön und ich habe sie jetzt auf meinem Auge und ich habe das Gefühl, jetzt klappt es. Jetzt habe ich ja eine Eyeshadow Base drauf, ich habe den braunen Lidschatten drauf und habe nur ganz vorsichtig getupft und nicht so viel hin und her und dies und das. Also, ich hoffe, es hält jetzt und habe es zum Schluss auch noch mal abgepudert. Und ich hoffe, es hält, weil ich finde es wunderschön, aber es muss halten, weil das ist wirklich doof, wenn man sich das schnell raufmacht und man denkt, man sieht wunderschön aus und eine halbe Stunde später kommt man ins Büro oder läuft so rum oder so und sieht dann einfach komisch aus, weil sich das alles so abgetragen hat. Dann ist das nicht schlimm, aber dann ist das halt eher nichts für ältere Augen mit Falten, wo es, also ich sag mal, so ein faltigeres Auge oder wo die Augen so ein bisschen, ja, so, wo die Haut so ein bisschen aufeinander liegt, da schwitzt es halt und da ist es dann immer schwierig. Und dann ist ja nicht schlimm. Es gibt ja genug Produkte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Der Concealer und die Multibalms zum Beispiel. Das sind mega Produkte, die würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Alle drei. Und Lavera hat sowieso tolle Produkte, auch das Puder und so. Also schaut gerne auch meine anderen Videos. Ich bin eigentlich immer überwiegend begeistert. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich nicht ganz so begeistert bin. Und vielleicht gibt es da von Lavera einen Tipp. Und mal sehen, was die so in die Videobeschreibung. Ich bin mal gespannt, was sie so als Kommentar schreiben. Und Lavera-Team, bitte, bitte schreibt uns doch mal hier, uns als Verbraucher, wie man das am besten anwendet. Gibt es da Tricks oder ist das einfach so nur so ein bisschen Tupfen in die Mitte? Oder was habe ich falsch gemacht? Was habt ihr beobachtet? Was habe ich falsch gemacht? Was kann man besser machen? Oder was sagt ihr dazu? Also wir sind alle gespannt. Wir sind alle gespannt. Und ich sage Tschüss. Danke, Lavera nochmal. Und natürlich auch euch. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt so ein Typ. Ich bin immer total euphorisch, wenn mir was sehr gut gefällt. Und wenn mir was nicht gefällt, dann werde ich immer so leicht böse. Nein, böse nicht. Aber dann bin ich immer so ein bisschen genervt, weil ich immer denke, was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch, dass das nicht klappt? Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Ich sage Tschüss, danke, dass ihr da wart und dann natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Produkt links, alles, was ihr braucht, steht natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ja, ich habe den Eindruck, dass es, wenn man ein, ich sag mal, trockenes Auge und nicht vorher eine Augenpflege drauf hat, wenn man dann die Lidschatten Base benutzt von Lavera, dann den Lidschatten und dann einfach nur diese süßen Dinger so ein ganz bisschen vorsichtig darauf tupft und dann gar nichts weiter macht, einfach nur so trocknen lassen, ganz in Ruhe, dann halten die ganz gut. Ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal das Puder auch von Lavera darüber gemacht und hält echt ganz gut. Vielleicht ist das ja schon der ganze Trick gewesen.